Willkommen zurück zu einem weiteren kleinen Ergänzungstutorial für den RPG Maker VX. Dieses Mal möchte ich noch einmal aufs Mapping in Verbindung mit dem SwapXT gehen. Und zwar möchte ich euch kurz einmal zeigen, wie man Ebenenunterschiede in sein Spiel einbaut. Und dann möchte ich euch nochmal zeigen, wie man den SwapXT richtig benutzt. Und ich wurde auch gefragt, wie man denn die Ebeneneinstellung, also die Passierbarkeit, richtig einstellt, und das zeige ich euch jetzt auch noch einmal. Dafür lasse ich das Real-Time-Swap-Event weg. Das könnt ihr euch ja im anderen Video ansehen. Also, Ebenenunterschiede sind, wie wir sehen, das hier. Hier ist die Wand versetzt. Hier oben ist kein oberer Rand zu sehen bei diesen zwei Wänden, weil ja, man kann sich von der Fantasie ausdenken, wie es da weitergeht. Entweder geht das kilometerweit nach oben oder dahinter kommt direkt gleich die obere Wand, also das Eis. Oder. Das gleiche habe ich auch hier gemacht. Hier ist drauf zu achten, dass wenn man so etwas baut, dass es nicht so aussieht, weil das sieht komisch aus, ergibt keinen Sinn. Hier oben ist es gleich hoch, aber hier unten ist es nicht gleich lang. Bei sowas muss man darauf achten, entweder baut man das dann so, dass es aussieht wie eine ganz, ganz lange hohe Wand, die vor diesen beiden steht, oder man baut es halt so, dass es einfach ein Stück dicker ist, ein Stück weiter nach vorne geht. Die Wand hier ist drei Felder hoch. Ich habe hier einen kleinen Ebenenunterschied durch eine Treppe, durch eine weitere Erhöhung eingebaut. Und da diese Wand und diese Wand ja die Decke wiedergeben und gleich hoch sind, muss man den Ebenenunterschied auch proportional einbauen. Das heißt, wenn die drei Felder hoch sind und hier ein Ebenenunterschied besteht und diese Mauer hier nicht auf diesem Feld, auf diesem hier, was auf der Erhöhung ist, steht, dann muss diese Mauer ja folgegleich ein Feld höher sein. Also vier Felder. Finde ich nur logisch. Das gleiche hier, doch hier habe ich es ein bisschen anders gemacht. Hier habe ich einen weiteren Ebenenunterschied eingebaut, einen kleinen optischen. Man kann sich hier denken, zum Beispiel entweder sitzt diese Wand, also die dicke Eiswand, auf dieser Eiswand drauf, wenn man das möchte. Das ist so aus, als ob diese Wand auf der drauf liegt. Dann kann man das noch verdeutlichen, indem man hier so einen Weg drumherum zieht. So wird es jetzt aussehen, als ob die Wand auf dieser Wand drauf steht. Oder man kann sich auch denken, diese Wand steht vor dieser hier. Das ist so eine kleine einmauerhohe Wand. Und dahinter geht es weiter mit dieser dunkelblauen. Wie ihr das eintragen oder einrichten wollt, ist euch überlassen. Ich finde, Ebenenunterschiede sind sehr wichtig. Sie geben den Raum Tiefe und Abwechslung. Genauso wie es wichtig ist, nicht nur viereckig. Okay, meine Maps sind immer viereckig, aber sind random gezeichnet, also ich ziehe Wände überall hin und her. Viele andere RPG Maker Leute, ja, die mappen immer in eine schwarze Karte rein. Klar, das gibt das, dann hat man immer einen random Effekt, außer man macht in dieses schwarze Feld ein viereckiges Feld. Natürlich kann man das so machen, aber wenn ich dauernd die Farbe schwarz sehe, werde ich depressiv dabei. Und da der Fenstermodus des RPG Makers ja nur eine Standard, also noch nicht mal die Standardgröße einer Karte direkt anzeigt, ist man mit einer solchen Karte auf der Größe auch gut bedient. Man sieht einfach nicht direkt, dass alles viereckig ist. Es ist random. Und so kann man mappen. Das ist meine Art zu mappen. Ihr könnt natürlich anders mappen, wenn ihr wollt. Aber falls ihr auch so mappt, dann ja,
ist das ein gutes Beispiel für euch. Wer ein bisschen faul ist und keine Lust hat, ständig ein ganzes Dungeon selbst zu machen, für den gibt es, wenn man Rechtsklick auf eine Karte macht und ganz unten guckt, den Dungeon-Generator. Sehr schlicht und sehr langweilig, finde ich. Da sucht man sich eine Wand und einen Boden aus, drückt auf OK und der RPG Maker erstellt euch dann ein Dungeon. Ziemlich langweilig, ich würde das so nicht machen. Aber, ja, einfach aber. So. Gut, ich möchte jetzt hier noch etwas reinbringen. Und zwar mit dem Swap XT. Und zwar einen ganz bestimmten Kristall. Den gibt es aber nicht in den Tilesets, die ich benutze. Den gibt es nur auf einen ganz bestimmten anderen Tileset. Und das laden wir jetzt. Und zwar ein Tileset E. Wir haben es ausgesucht, klicken auf Swap To. Unsere Grafiken finden wir in diesem Ordner, also Grafik, System und Extra Tiles. In diesem Ordner tut ihr alle eure Tilesets, die ihr mit Swap XT benutzen wollt. Und dann sucht ihr euch euer Tileset aus. Ich benutze das Hanzo Dungeon 01 VSB. Das ist von Hanzo Kimura aus seinem Spiel. Das ist Open Score, er hat es freigegeben. Jeder kann das benutzen. Man sollte aber natürlich die Credits angeben. Und dann kann man damit loslegen. So, wir öffnen das. Okay. Einmal die Karte wechseln. Jetzt sehen wir auf E das angezeigte Hanzo Kimura. So, jetzt wollen wir die Passierbarkeit umstellen. Dazu klicken wir auf diesen kleinen Mann. Und wir sehen, die Passierbarkeit ist bei mir schon eingestellt. Und zwar hier Sternchen für dahintergehen, dass man hintergehen kann. Und ein Kreuz dafür, dass man das hier nicht betreten kann. So, wir gehen auf Passierbarkeit. Da wir noch kein Profil für diese Kristalle hier haben, klicken wir auf OK und geben einen Namen ein, zum Beispiel Kristalle. Alles klar, klicken auf OK. So, jetzt klicken wir mal auf Speichern und jetzt laden wir dieses Profil. Der RPG Maker muss ich jetzt einmal neu starten. Und da ist er wieder. Wir gehen wieder auf unsere Karte. Gehen wieder auf das Tileset. Ja. So. Wir haben es eingestellt. Stellen wir es nochmal ein. Und so. Falls wir dieses Profil nochmal benutzen wollen, genau so wie es jetzt ist, klicken wir hier auf Profil, auf Speichern, neues Profil und machen mal Hanzo Kristall. Alles klar. Jetzt hat er das wieder doppelt übernommen, so will ich das aber gar nicht haben. So, so möchte ich das haben. Alles klar. Jetzt speichern wir das zu der Karte. Vorher klicken wir noch einmal auf Save. Das ist die 213. Und es ist gespeichert. So, das war's auch schon. Unsere Karte ist mit dem nötigen Tileset und der Kristallpassierbarkeit ausgestattet. Unter Profil Load können wir immer wieder das Profil laden, wenn wir das haben wollen. Was müssen wir jetzt machen? Ganz klar, wir müssen jetzt erst einmal das Tileset zurücksetzen. Dann speichern wir einmal, weil wenn wir die Passierbarkeit zurücksetzen, wird der RPG Maker wieder zurückgesetzt. Startet also einmal neu. So. Hopp. Sehen, das Tileset ist wieder zurückgeswappt. Natürlich müssen wir auch das Profil wieder entladen.
Und das war's auch schon. Jetzt können wir gucken, ob es geklappt hat. Es lädt. Ich habe in meinem Spiel einfach zu viele Sachen drin. Zu viele verschiedene Charakterbilder, zu viele verschiedene Teilsets, deswegen dauert das alles. Liegt natürlich auch an meinem animierten Titelscreen und dem Intro-Sound. So, wir sehen unser kleines Männchen, wir sehen den Kristall. Hier ist er nicht begehbar und man kann dahinter gehen. Ist doch alles wunderbar. Oh, ein Kampf startet. Ich habe hier also auch schon Monster eingefügt. Frostmora. Mein Held trägt noch keine Waffe, deswegen sehen die Angriffe so lieblos aus. Ich habe die ganze Datenbank nämlich gelöscht, da ich euch im nächsten Tutorial, was ich machen will, was ziemlich zeitaufwendig ist und viel, ja, Getippe erfordert für die Vorarbeit. Deswegen, ja, na, konntet ihr wenigstens mal mein Kampfmenü sehen. So, das war das. Ich hoffe, es hat euch bis jetzt gefallen. Ach ja, kurz noch zu zeigen, wie man überhaupt Gegnergruppen einfügt. Rechtsklick auf eure Karte, dann seht ihr hier erscheinende Monster oder Appear Enemies, wie es wahrscheinlich auf Englisch heißen wird. Hier einfach einen Doppelklick rein und dann könnt ihr euch eure erstellten Gegnergruppen dort eintragen. Hier ist die Schrittanzahl. Je höher ihr sie stellt, desto seltener kommen die Monster. Gegnergruppen erstellt ihr natürlich hier. Erstmal einen Gegner erstellen, eine Grafik aussuchen, Name geben, Werte verteilen, ob er ein Item trägt, welche Statusabwehr er hat und Elementarabwehr. Danach geht ihr hier auf Gegnergruppen, erstellt eine neue Gruppe, sucht euch hier das erstellte Monster aus eurer Liste aus und klickt hier auf Hinzufügen. Das könnt ihr mehrmals machen, also ihr müsst nicht immer nur ein Monster nehmen, ihr könnt das gleiche Monster auch 3 oder 4 oder 5 Mal nehmen. Ja. Gut, das soll es von dieser Seite erstmal gewesen sein, mit dem kleinen Zusatz zum Swap XT und zum Mapping. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ich hoffe, es hilft. Wenn ihr Fragen, Probleme, Tutorial-Wünsche habt, bombt mich damit zu. Mir fällt momentan nämlich wenig ein. Vieles gibt es nämlich davon schon. Ich werde es trotzdem nochmal reinstellen, da ich ja jedes Tutorial extra nochmal für Anfänger leichter machen möchte. Da ich auch mal ein Anfänger war und ich weiß, wie schwer das ist bei manchen Leuten, die das zwar wirklich gut erklären, aber manchmal auf einem zu hohen Niveau. Und ja. Ich wünsche euch dann noch viel Spaß. Weiterhin, wenn ihr meine Videos mögt, könnt ihr mich abonnieren, dann kann ich euch auch weiterhin zuspammen, dann seht ihr mal, wenn ich wieder ein neues Video hochgeladen habt, kommentiert, liked oder disliked mich, wie auch immer, Hauptsache ihr macht irgendwas und ich hoffe, ich sehe dann bald mal kreative Werke von euch. Also, bis zum nächsten Mal.